Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch in den ISOS Face and Body Adventskalender reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr kostet der 97,99 Euro. Also ich glaube, die haben da nochmal eine Schippe draufgelegt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn bestellt habe, konnte man einen 20% Rabattcode einlösen. Und zwar Brezel. Fand ich großartig. Ich hatte auch das unfassbare Glück, dass ihr mir das zugeschickt habt, beziehungsweise also den Link. Ne? Dementsprechend konnte ich den Adventskalender dann auch mit diesem Code schon shoppen und habe das auch auf Instagram geteilt. Ich heiße dort AiDuagP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, falls du mir folgen möchtest. Und dieses Jahr schaut der Boxen-Adventskalender so aus. Okay, also man kann das so aufklappen. Bei ASOS ist immer alles ein bisschen anders. Ne? Also wir haben null weihnachtliches Design. Es ist einfach total poppig nur. Ich finde es außergewöhnlich, weil ASOS das halt irgendwie mit als einzige Firma jedes Jahr so durchzieht, dass die halt nicht dieses Weihnachtsdesign aufgreifen, sondern halt bunte Farben. Irgendwie finde ich das schön, weil ich bin ja so ein buntes Mädel, aber ich weiß auch, dass viele das jetzt nicht so cool finden. Wichtig ist aber nicht die Optik, sondern vor allem der Inhalt. Und somit starten wir mit der Nummer 1. Es steht soweit sonst nichts drauf, sodass man halt wirklich den Adventskalender 1:1 so weiter befüllen kann. Und wir starten direkt mit MAC, was ich sehr gut finde. Den Lippenstift habe ich auch schon, Velvet Teddy 617. Matt Lipstick ist das. Das ist einmal dieser hier. Und das finde ich, ich finde es schön. Also Face and Body bedeutet halt in dem Sinne, dass du sowohl Make-up als auch Skincare als auch generell Pflege für den Körper hast. Und also im Prinzip, ich weiß nicht, ob die noch einen weiteren Adventskalender rausbringen werden. Auf jeden Fall haben die einen 12-Tage-Adventskalender rausgebracht, der meines Erachtens nach mehr so Richtung maskuliner Pflege geht. Den habe ich mir jetzt verkniffen, aber ja, das finde ich schon mal richtig cool. Und genau den habe ich auch schon, deswegen kann ich euch meinen einfach mal zeigen und swatchen. Das ist dann ein bisschen hygienischer, dann kann ich nämlich den neuen komplett verlosen. Das ist ja so ein total bekannter Ton auch von MAC und das macht eine schöne, bräunliche, nudefarbene Lippe. Also ich finde den total klasse. Den kannst du zu allen möglichen Looks tragen, zu bunten Looks, zu neutralen Looks, ne? Cool. Jetzt fängt sie schon wieder an, alles als cool zu bezeichnen. Ich muss mir ein Synonym für cool überlegen. Schön. Im schicken Kuhflecken-Design haben wir hier die Nummer 2 und da erwartet uns Elemis Pro Collagen Night Cream, 15 ml Anti-Wrinkle Hydrating Night Cream. Auch das ein super hochwertiges, hochpreisiges Produkt. Viele schwören auf Elemis. Ich kann Elemis Pflege auch sehr empfehlen. Das ist auch eine sehr angenehme Pflege, auch für sensible Haut, bei mir gut geeignet. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ja, ich kann mit dem Finger kann ich heute nicht so gut, weil irgendwie tut mir irgendwas da weh. Fragt mich. Manchmal ist das verrückt. Hier habe ich von Bobbi Brown etwas enthalten, und zwar eine Smoky Eye Mascara. Schön, also voll im Wechsel hier, ne? So dekorative Kosmetik und Pflege, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist eine Travel Size mit 3 ml und Bobbi Brown ist eine, vor allem im englischsprachigen Bereich, sehr, sehr bekannte, hochwertige Make-up-Marke. Da haben wir auch schon ab und an mal was in Adventskalendern oder auch in Beautyboxen drin gehabt. Wir haben hier eine Kunstfaserbürste. Die sieht soweit so gut aus. Sehr, sehr lang, recht gerade. Riecht nach Mascara. Und ich glaube, damit werde ich jetzt nicht so die Wawa Woom Lashes bekommen. Nennt sich übrigens, hat die einen Namen? Habe ich vorgelesen, das Smoky Eye. Genau. Oh. Okay. Auf jeden Fall sieht die nicht so aus, als würde ich halt solche Wimpern mir damit machen können, sondern halt eher so Alltagslook dezent. Ne? Müssen wir mal gucken. Hier haben wir die Nummer 4. Von Psychic Sisters haben wir hier so ein, ich weiß nicht, was das für ein Stein sein soll. Ein Roller, den kannst du schön für die Augen verwenden und damit halt so dein Augenserum einarbeiten, um, ja, vor allem machst du damit ja Lymphdrüsenmassage, ne, beziehungsweise einen kühlenden Effekt. Den kannst du wahrscheinlich auch sehr gut im Kühlschrank aufbewahren. Aber das ist doch Plastik, das ist doch kein Stein. Das weiß ich jetzt nicht. Also für mich fühlt sich das jetzt nicht wie ein Stein an. Ich hatte da schon wirklich verschiedenste von da und habe auch tatsächlich einen da, den hatte ich in der Rossmann-Box drin, genau, der ist ein bisschen anders geformt. Den hier finde ich jetzt ehrlich gesagt hübsch, ja, aber wenn man den so anfasst, merkt man halt, dass der jetzt nicht so super krass hochwertig ist, aber ich glaube, der ist gar nicht mal so günstig.
ASOS kommt aus dem englischsprachigen Bereich. Deswegen wird die Nummer 5 besser bestückt sein als die Nummer 6, weil es quasi der Nikolaus sein wird. Und da habe ich von This Works In Transit Camera Close-Up Maske, hydratisierende Creme und quasi Primer in 1. 20 ml haben wir hier drin. Ich meine, dass ich die auch mal in der Glossy Box oder in der Look Fantastic Beauty Box drin hatte. Oder in dem ASOS Adventskalender, man weiß es nicht. Das heißt, wenn du die dick drauf machst und länger drauf lässt, kannst du die als Maske verwenden. Das kannst du aber eigentlich mit jeder Creme machen. Und irgendwie ist hier gerade richtig reger Verkehr. Ich weiß nicht. Es ist eine super ruhige Siedlung hier. Aber immer wenn ich drehe, denken sich meine Nachbarn, komm, wir fahren mal wild durch die Gegend. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Dafür ist das Leben ja auch da, um durch die Gegend zu fahren, unter anderem. Egal, auf jeden Fall finde ich das ganz schön. Und ist im Prinzip ja auch wieder ein dekoratives Kosmetikprodukt, also schon wieder im Wechsel, ne? Unser Nikolaus, die Nummer 6, habe ich jetzt hier am Start. Dr. Pawpaw, It Does It All, 7-in-1 Hair Treatment Silver mit Natural Pawpaw. Okay, also da hast du halt wirklich hier Hitzeschutz und so ein Kram alle dabei. Antifrizz, 95% ist hier natürlich drin, vegan friendly, 100 ml. Das ist schön. Also vor allem, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier auch Haarprodukte drin haben. Ich meine, dass ein Bild abgebildet war, aber ich habe mir das natürlich nicht angeguckt, weil so ein bisschen überraschen lassen möchte ich mich auch, obwohl ich euch hier einfach hart spoiler. Egal. Kann ich immer ganz gut gebrauchen für nach dem Duschen, wenn ich dann durch meine Haare durchkommen will, ne? Weil die sind halt lang, ihr seht es ja. Und dann brauchen die halt entsprechend Liebe. Und gestern haben sie ganz viel Liebe gekriegt, eine schöne neue Kur. Die Nummer 7, da könnte ein Pöttchen drin sein von der Größe her. Oskia London Renaissance Mask. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr auch schon drin. Oder war das im Look Fantastic Adventskalender? Nutri Active Brightening and Resurfacing Mask. Ich meine, dass ich die dieses Jahr sogar verwendet habe. 14 ml haben wir hier drin. Auch diese Oskia London Marke ist eine recht hochpreisige Marke, die ich jetzt so in Deutschland, jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt in den ganzen Läden sehe. Aber sie ist halt da. Und ja, kann man machen. Sieht hübsch aus. Riecht kräuterig. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob man dadurch ein neues Gesicht bekommt, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, auch wenn sie winzig klein ist. Ah, ja, okay, wir gucken mal rein. Das macht gerade so ein Flashback in meine Jugendzeit. Carmex, Leute. Das ist so cool. Und das ist die Cherry-Variante. It soothes, it protects, it moisturizes und hat noch einen Lichtschutzfaktor 15 mit am Start. Das läuft, das werde ich. Ich mag eigentlich überhaupt keine Pöttchen, Creme, Lippenbalsam Geschichten, weil man halt mit dem Finger rein muss. 7,5 Gramm sind hier drin. Aber das hier ist für mich einfach so Jugend pur, weil das, meine Freundin hat das damals in der Schule gehabt, das weiß ich noch, und wir haben uns quasi ihr Pöttchen geteilt, also da gab es noch nicht sowas wie Corona, Leute. Und das riecht nach Kirsche, oh mein Gott, riecht das gut. Es riecht sehr, 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 sehr nach meiner Kindheit. Wahnsinn. Das ist für mich jetzt gerade irgendwie das coolste Produkt, so ein Herzensprodukt, Wahnsinn. Claudi, geh doch in den Laden und kauf dir solche Sachen, wenn du das toll findest. Nein, natürlich nicht, ne? Worüber dürfen wir uns wohl in der Nummer 9 freuen? Also es ist sehr, sehr leicht. Okay, ja, ein Haarprodukt ist hier mal wieder drin enthalten oder sogar zwei. Und zwar Scrunchies. Diese Elegant Style Scrunchie Slim von Invisibobble. Ich muss euch dazu einen kurzen Funfact erzählen, ne? Was habe ich die geroastet vor einem Jahr und auch vor 2 Jahren? Und dieses Jahr renne ich gefühlt fast die ganze Zeit mit einem Bommel hier oben rum, als es so knüllerheiß war und ich einfach nicht wusste, wohin mit meinen Haaren, und selbst ein Bommel hinten mir zu warm war. Und habe dann noch ein Scrunchie immer drum gehabt. Also ich habe dieses Jahr Haar-Scrunchies geliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich werde die verwenden. Das Goldene vielleicht ist jetzt nicht so ganz so mein Style. Vielleicht, wenn ich sehr neutral das haben möchte. Aber das Schwarze wäre zum Beispiel ganz schön gewesen, als ich auf die Beerdigung von meinem Opa gegangen bin. Ne? Dass man da halt entsprechend auch was Schwarzes ins Haar hätte machen können. Aber ja, also ich finde das toll.
Mit der Nummer 10 darf es nun weitergehen. Und da habe ich ein Tübchen drin von Dermalogica Special Cleansing Gel. Auch sowas ist praktisch. 15 Milliliter bei The International Derma Institute. Na, guck mal einer an. Ja, sowas ist immer eine ganz schöne Geschichte, um sein Gesicht halt zu reinigen. Das kannst du entweder morgens machen oder du machst es halt als zweiten Schritt vom Double Cleansing, so unter der Dusche oder halt nachdem du dein Make-up mit einem Öl oder mit einem Balsam aufgelöst hast, ne? Dann kannst du damit drüber gehen und hast dadurch einfach ein viel gereinigteres was? Gesicht? Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ui, die erste Schnapszahl, die Nummer 11 habe ich jetzt hier. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Sleek, Slim Thick Face Form Blush. Okay, es ist ein Blush. Ja, 5,7 Gramm sind hier drin enthalten. Slim Thick, das ist eine Farbe, die ich jetzt so auch noch nicht hatte, glaube ich. Sleek Blushes sind wirklich von guter Qualität. Ich habe den Rose Gold oder wie der heißt, Rose Gold Glow. So schaut der aus. Das ist halt eine, ja, sleeke Verpackung, ne? Sehr schlicht. In England ist Sleek halt super bekannt und beliebt. Ich würde die jetzt so mit Physicians Formula gleichsetzen. Der Farbton erscheint mir recht dunkel, aber ich mag den leiden. Der ist so herbstlich, der hat auch Schimmer mit da drin. Können wir jetzt ja mal swatchen. Schaut so auf dem Finger aus, weil auf dem Gesicht kommt der, glaube ich, gar nicht so intensiv rüber. Der, den ich nämlich da habe, der ist deutlich rosiger dann, ne? Das ist ja auch ein Dupe zu dem NARS Orgasm. Aber guckt euch mal diese schöne Farbe an. Ja, die Reste werden natürlich an meine Leggings abgeputzt, läuft. Ja. Wow! Hintere Ebene möchte rausfallen. Nein, bleib. Die hintere Ebene ist aber kein Hund, Claudinchen. Halbzeit, die Nummer 12. Das finde ich schön. Das ist die Brazilian Bum Bum Cream von Sol de Janeiro. Das ist in einem kleinen Tiegelchen hier mit 25 Milliliter. Also mittlerweile ist die ja bekannt, ne? Also schade Schokolade, dass Sol de Janeiro quasi verkauft worden ist. Die haben jetzt eine etwas andere Marketingstrategie, die verfolgen. Aber das ist halt so ein, das riecht einfach gut. Das riecht nach Urlaub und ich finde, so in einem kalten Winter kann man auch mal den ein oder anderen Urlaubstag gebrauchen oder den ein oder anderen Ausflug in die Südsee, ohne viel Geld dafür bezahlen zu müssen. Ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, für ein oder zwei Anwendungen, zweimal Körper eincremen, ne, wird das auf jeden Fall reichen. Ich finde es schön. Ich musste den Kalender jetzt mal so ein bisschen ankippen, weil mir ansonsten die Sachen so runtergeflogen wären. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd, ne, für die Weihnachtszeit. Aber gut, 13. Dezember, 13. Büchslein enthält ein Bakuchiol Booster. Das ist ein Gesichtsöl von YB. Das ist schön, regenerierend, 15 Milliliter. Bakuchiol habe ich auch viel Positives schon von gehört. Das soll ja die natürliche Variante von dem Retinol sein. Außerdem haben wir hier auch noch Squalan mit drin enthalten. Und Squalan kommt aus der Olive, steht hier drauf. Das wusste ich auch noch nicht, ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich Bakuchiol in der Schwangerschaft, / in der Stillzeit, die dann ja im Dezember sein wird bei mir, verwenden darf. Das sind halt so die Fragen. Ich glaube nämlich nicht, ne? Weil Retinol darf ich auch nicht, weil mein Gesicht halt zu sensibel für sowas ist. Aktuell ist, ich glaube, ist was ausgelaufen, oder bist du einfach nur ölig von außen? Du riechst auf jeden Fall unglaublich krass gut. Oh, boah. Also, ich weiß nicht, ob ihr, also man sieht dieses Bild, ne? Und der Duft passt. Die Nummer 14. Das geht hier echt so schnell. Aber wenn ich mir das auch hier so angucke, das macht echt Spaß, Leute. Mario Badescu Skincare Facial Spray with Aloe Adaptogens und Kokosnusswasser. 59 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich glaube, dass das dann sowas wie ein Toner sein soll oder so. Also du sollst es auf jeden Fall über dein Gesicht sprühen. Und ansonsten Mentau. Mit Aloe. Aloe und Kokoswasser. Ja, und sowas, also Aloe und Kokoswasser ist ja immer eine schöne Geschichte. Niacinamide lese ich hier auch immer, weil Aloe ist ja auch so hautberuhigend, genauso wie Niacinamide auch. Kokosnuss mag ich vom Duft aktuell eigentlich schon, sonst mag ich das ja nicht so gerne. Mushroom. Da ist auch noch irgendwas mit Pilzen dabei. Ist auch interessant, ne? Ja, muss man sich mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Da steht jetzt nicht drauf, wie man das genau anwenden soll. Wahrscheinlich kannst du das hier so abpeelen und dann kannst du dir das durchlesen, dann weißt du Bescheid. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das sowas Ähnliches wie ein Toner sein soll. Also quasi, wenn du dein Gesicht gereinigt hast und bevor du deine Pflege aufträgst, dass du
zur Gesichtsvorbereitung dieses Facial Spray nehmen kannst oder auch so zwischendurch mal so zur Auffrischung von der Pflege. Ne? So, jetzt wird es mal wieder Zeit für dekorative Kosmetik, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ah, die Nummer 15 ist recht groß. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Ja. Ah, ich lese was. Es ist quasi dekorative Kosmetik. Le Mini Macaron Lucky Star Mini Nail Stickers. Wunderschön. Mal gucken, ob die bei mir funktionieren. Das ist bei mir halt immer so ein... Ja, moin, ich mach's so. so ein Glücksspiel, weil zum Beispiel die in der Drogerie von Essence und so, ne, die rollen sich bei mir immer ab und das sieht ganz blöd aus. Aber hier mag ich die Motive da drauf. Also hier haben wir die Sternzeichen abgebildet. Also auch mein Zwilling habe ich hier mit dabei. Quasi sieht so ähnlich aus wie die römische 2, da ist immer Zwilling, ne? Yin und Yang, Sternchen, also auch passend zur Weihnachtszeit und so. Also theoretisch schön, wirklich schön. Jetzt müssen die nur funktionieren. Das wär ein Träumchen. Okay, wir haben jetzt quasi unsere dekorative Kosmetik bekommen. Wir haben 25 Boxen, Leute. Das wusste ich ja gar nicht. Guck mal, da ist nämlich die 25. Die hat sich hier gerade offenbart. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier am Start. Wow, das war gerade hart im Reim, ne? das ist eine Maske. Und zwar Sleepover Pop Mask. Self-Warming Steam Mask. Das ist schön. Mit Rosenduft. In 30 Sekunden wird die schon warm. Das ist ja schön. Unisex, klar. Hilft gegen Migräne, gegen Kopfschmerzen, gegen trockene Augen, gegen Schlafprobleme. Auch schön. Ich meine, wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's nicht? Du liegst im Bett und kannst nicht einschlafen. Was dann immer hilft, ist tatsächlich, wenn du dir die Hände... Also kann ich jetzt nicht bei blauer Lidschatten und so, ne? Passend übrigens zum BH. Manchmal muss man diese Zusammenhänge bei mir nicht verstehen, aber das ist tatsächlich mein Zusammenhang gewesen. Egal, auf jeden Fall. Schön. Nimmst du so deine Hände und legst sie so auf deine Augen und das hilft. Dadurch wird man wirklich auch müde. Und das hier kannst du natürlich nehmen, ohne dass du dir deine Hände ins Gesicht klatschen musst. Das ist deutlich angenehmer. So, die Nummer 17 habe ich jetzt hier und die Nummer 17, ups, das war ein Haar, ist quasi, ja, eine Woche vor Weihnachten, vor Heiligabend, nicht vor Weihnachten, ne? Hier habe ich wieder eine Maske drin, ist jetzt interessant aufgeteilt, ne? Eine biologisch abbaubare Sheetmaske, Maskbar Brightening Sheetmask mit Vitamin C, das ist quasi zur Aufhellung richtig schön und klärend ist die auch noch, 21 ml, aber es ist ja eine Sheetmask, aber du hast ja gut Serum mit dabei, das finde ich auch immer eine schöne Geschichte und ja, Vitamin C ist halt dafür da, dass du sowohl Pickelmale als auch, ich habe ja auch hier zum Beispiel eine kleine Pigmentstörung oder so, ne, dass sowas dann aufgehellt wird und an das generelle Hautbild angeglichen wird. Und Strahlkraft soll das Ganze geben. Ich finde das toll. Und dann soll es gleichzeitig auch noch klären. Orangenextrakt und Licorice Root. Ich vergesse immer, was das heißt. Sind hier drin enthalten. Das ist eine Korean Beauty Geschichte. Kommt aus Korea. Finde ich super. Kann ich auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Die Nummer 18 begrüßt uns in der offiziellen Weihnachtswoche. Und hier habe ich ein Typchen von Olaplex drin enthalten. Nummer 8, Bond Intense Moisture Mask, 20 ml. Also ich mache dieses Olaplex-Dings nicht, weil ich bin ehrlich, ich finde das viel zu kompliziert. Man bekommt die Olaplex-Produkte auch bei Purish. Also ich weiß nicht, ob mein Code da aktuell drauf gilt. Mit Claudis Welt 15 kannst du halt auf manche Sachen immer mal wieder sparen. Ne? Aber ich habe Olaplex ehrlich gesagt noch nie wirklich angewendet, weil ich habe gehört, oh, da musst du mit Keratin aufpassen und so. Und da habe ich immer Angst vor. Die Nummer 19 lässt vermuten, dass wir hier irgendwas Dekoratives drin haben. Vielleicht, nee, eine Mascara hatten wir ja schon, ne? Hätte ich jetzt auf den ersten Blick gesagt. Oh, ein Lippenprodukt. Aber ein schönes bist du doch. Guck mal. Und zwar von Elf. Lip Plumping Gloss. Brilliant. Yo. 8, 2, 4, 5, 5. Keine Ahnung. Das ist halt einfach hier so eine Pink Paloma. Genau. Ja, das ist halt einfach so ein Plumping Lip Gloss. Elf ist auch so eine Drogerie-dekorative Kosmetikmarke aus England oder aus dem englischsprachigen Raum. Ne? Deswegen ist einem das auch schon öfters mal über die Füße gelaufen. Nicht jeder mag dieses Plumping. Ich finde das immer total angenehm, muss ich sagen. Also kühlend. Ja, mag ich. Und gibt irgendwie so dieses Gefühl von, ich habe jetzt irgendwie einen frischen Atem. Wisst ihr, was ich meine? Ist bestimmt nicht so, aber ich finde es immer angenehm. Auch die Nummer 20 lässt vermuten, dass hier dekorative Kosmetik drin sein könnte. Mal gucken, mal gucken. Iconic London Light and Glow Duo Powder Highlighter 2x4 Gramm.
Wie schön ist das bitte? Auch Iconic London ist halt wieder so eine Marke, die kennen wir halt, wenn wir so ein bisschen was mit Glossybox, Look Fantastic und so zu tun haben, ne? Da ist die uns auch öfters mal in die Hände gefallen. Die ist auch recht hochpreisig. Und so schaut das Schätzelein aus. Und es wird dann so ein zweigeteilter Highlighter sein, ne? Oh ja, komm, ne? Der ist hübsch. Sehr edle Verpackung. Der Spiegel ist nochmal extra abgeklebt. Komm, den können wir auch mal swatchen. Oh, fühlt sich echt schön an. Einer, der etwas güldener ist und einer, der etwas mehr in die Champagner-Richtung geht. Beide könnte ich in der Theorie, also die würde ich bei mir sehen, muss ich sagen. Ja. Ich sehe keinen Glitzer, also keinen groben Glitzer. Ich sehe wirklich subtile, aber irgendwie auch wirklich schöne Highlighter. Da haben sie was Gutes reingepackt. Wir sind auf der letzten Ebene angekommen, denn der 20er-Bereich wurde ja soeben eröffnet. Hier habe ich jetzt die Nummer 21 und das scheinen sehr große Kläppchen jetzt zu werden. Oh, das ist ein Produkt, das ist einfach immer gern gesehen in Adventskalendern. Rituals, The Ritual of Sakura Magic Touch Body Cream. Oh, ich liebe es. 70 Milliliter, meine Lieblingsreihe von Rituals, wo ich fast alle Produkte raus mag, abgesehen von dem Raumspray, das finde ich furchtbar. Mit Reismilch und Kirschblüte. Leute, es ist einfach traumhaft. Ich finde, wenn ich das verwende, ist es für mich so, als würde ich in ein Spa gehen, wo ganz viele Menschen rumlaufen, wo Menschen sind, die mich massieren und die mir ein wunderschönes Rosenblütenbad einlassen und ich kann mich halt vollkommen so zurücklehnen und alles ist wundervoll. Also das macht halt diese Ritual of Sakura Reihe mit mir und deswegen mag ich so gerne die Produkte davon. Das ist cool. Und die pflegen halt auch, das ist halt auch so eine Sache, ne? Die letzte Schnapszahl, die Nummer 22 habe ich jetzt. Jetzt kommen echt große Produkte hier raus. Earth Harbor Marina Biome oder Biome Brightening Ampoule. 30 Milliliter, also auch sowas ist, glaube ich, eine Full Size, ne? Also eine aufhellende Ampulle, also quasi so eine Vorstufe von einem Serum ist es, glaube ich, ne? Also wenn du das verwenden würdest, würdest du halt einen Toner verwenden, dann machst du dieses Ampoule drauf, dann machst du, wenn du möchtest, noch ein Serum drüber und dann machst du deine Creme drüber. Es ist cruelty-free, pflanzenbasiert, dies, das, Ananas, also scheint richtig cool zu sein. Und das sieht aus, als hättest du hier wirklich mehr Wasser drin. Also von der Konsistenz her ist es halt auch wirklich flüssig, das sieht man, ne? Squalan ist hier mit dabei. Camellia, also Kamille, ne? Wassermelone, schön. Rose, nee, Hagebutte, Rosehip, hallo? Spirulina, das ist eine Alge. Sonnenblumenöl. Jasmin. Och Mensch, Vitamin E, das Schönheitsvitamin. Das hört sich total super an. Ich glaube, das möchte ich direkt in Anwendung nehmen. Für uns ist der 23. Dezember der Tag vor Heiligabend. Und dann ist halt die Frage, was denkt sich der ASOS Adventskalender, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen? Das ist ja cool. Hier ist einfach mal eine Kerze drin. Neom, genau. Bedtime Hero mit Kamille, Ylang Ylang und Zedernholz. Richtig cool. Scent to Sleep, Organics London. Das riecht wirklich angenehm. 75 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist halt einfach mal eine Kerze. Ich halte ehrlich gesagt nichts von Kerzen im Schlafzimmer. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich diese Kerze dann bei uns ins Wohnzimmer stelle und die dann entsprechend anmachen kann. So, für uns ist der 24. Dezember eigentlich das wichtigste Kläppchen, die Heiligabendgeschichte, aber im Prinzip, nee, da hauen sie trotzdem einen rein, ne? Weil die wissen, die Deutschen sind bekloppt, die kaufen den Adventskalender. Dann packen wir mal Charlotte Tilbury hier rein. Vielen Dank. Okay, Collagen Super Fusion Facial Oil. Das sind 3,5 Milliliter. Das ist wenig, aber es ist ja auch teuer, ne? Und ja, das ist einmal dieses hier. Das müsste ich, glaube ich, da haben, weil ich letztens bei Charlotte Tilbury auch bestellt habe. Und das gab es, glaube ich, als Goodie mit dabei. Aber das ist auch ein recht neues Produkt. Da hast du hier einfach so ein cool, so ein Gesichtsöl mit drin. Und kannst es einfach mal ausprobieren, ob das bei dir soweit funktioniert, weil mit 3,5 Millilitern wirst du keine mega Wirkung von diesem Kollagengedönsen merken oder so, ne? Aber ich finde es schön, dass es drin ist. Und dann auch in der 24. Also das ist schon, ne? Als hätten sie es dann doch irgendwie so ein bisschen auch mit uns überlegt.
Und hier haben wir dann das Herzstück, den 25. Dezember. Das ist natürlich echt ein Klopper. Wenn du hier diesen QR-Code abscannst, kannst du dann auch noch den Kalender bewerten und kannst 200 € gewinnen. Das ist natürlich irgendwie nett. Oder ein 200 € Gutschein. Hier haben wir irgendwas in diesen schicken Täschchen drin. Und wir haben diese Tasche ja als große Tasche auch um den Adventskalender drumherum gehabt. Bin ich jetzt mal gespannt. Nicht euer Ernst. Also das finde ich krass. Da sind wirklich viele Produkte drin. Sowas freut uns doch immer, ne? Wenn wir in einem Käppchen ganz viele Produkte drin haben. Klar, es ist nur Revolution, aber es ist Revolution. Ein Liquid Blush haben wir hier drin enthalten und wir hatten auch noch keinen Blush hier drin. You Got Me Blushing ist hier die Farbbezeichnung. Full Size mit 15 Millilitern. Super Dewy heißt dann auch in dem Sinne, dass er dich jetzt nicht zu sehr anspringen wird. Oder hatten wir doch einen Blush? Doch, wir hatten den Sleek Blush mit drin. So nämlich. Wahnsinn. Dann haben wir hier noch mit drin enthalten von Revolution Conceal and Define Infinite Mattifying Longwear Make-up Fixing Spray. 30 Milliliter. Das wird weiter wandern, weil ich nicht so gerne mattierende Produkte auf meinem Gesicht mag, weil ich habe ja per se schon, also ich bin gerade begeistert, Leute, wirklich, ne? Ich habe per se schon eine sehr trockene Haut. Dann haben wir hier drin Extreme Hold Brow Glue. Das wird ausprobiert auf jeden Fall. Da haben wir 3 Milliliter drin. Das wird dann ein Augenbrauengel sein, was die Augenbrauen in Form hält. Also das ist jetzt schon das dritte Produkt und es kommen noch 2 weitere. Einmal das Translucent Baking Powder mit 10 Gramm. Also das kannst du halt zum Baken nehmen oder halt auch zum Gesicht setten. Ich habe gehört, dass das sehr, sehr trocken sein soll. Hatte das selber noch nie da, muss ich gestehen. Deswegen muss ich noch ein bisschen mal gucken, wie das jetzt dann tatsächlich auf der Haut von anderen gewesen ist. Weil das sieht auch ein bisschen aus, als hätte das Schimmer mit drin. Und selbstverständlich hat Revolution hier auch noch eine Lidschattenpalette mit rein gesteuert. Und die müsste ich, glaube ich, als eine meiner allerersten Lidschattenpaletten mal in meiner Sammlung gehabt haben. Und zwar ist es die Reloaded Velvet Rose Lidschattenpalette, was ja auch ein Dupe sein soll zu einer Anastasia Beverly Hills Palette. Ich weiß gerade nur nicht aus dem Stegreif, welche das sein sollte. Das sind halt super tragbare Töne. Revolution hat sehr gute Pigmentierung bei sich mit dabei. Das Einzige, was ich persönlich immer moniere, ist die Schimmerkraft der Schimmertöne, weil die finde ich leider nicht so cremig. Die sind recht trocken, ne? Wahnsinn, also einfach mal 5 Produkte. Und dieses Täschchen in der Nummer 25, das finde ich gerade richtig krass und überraschend, habe ich echt nicht mit gerechnet. Denn wir haben, Fazit Leute, komm, da muss ich den Adventskalender auch mal eben kurz hier auf, schultern muss ich das Moped, so. Wir haben in diesem Adventskalender krass schöne Produkte drin. Ja, er ist teurer geworden, wenn man das Glück hat und irgendwie Brezel einlösen kann oder sonst irgendwie einen Gutscheincode verwendet, bekommt man den natürlich ein bisschen günstiger. Es ist eine Ansage, aber wir haben hier wirklich eine gute Pflegeauswahl mit dabei. Wir haben schöne Tools, wir haben irgendwie meiner Meinung nach keine wirklichen Füllprodukte oder so ein Gedönsen. Wir haben interessante dekorative Kosmetik. Also ich finde es schön. Wir haben hochpreisige Marken, aber auch so ein bisschen günstigere Marken. Das heißt, wenn man sich in ein Pflegeprodukt verlieben sollte und es unbedingt nachkaufen möchte, tut das im Geldbeutel vielleicht dann nicht so super weh, ne? Also ich kann den empfehlen. Wie jedes Jahr ist der ASOS Adventskalender, Face and Body, Entschuldigung, halt echt so eine gute Nummer, oder? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Ich weiß nicht. Ich finde den einfach mega empfehlenswert. Ich hoffe, der ist bis jetzt noch nicht ausverkauft. Ich habe den jetzt ganz schnell abgefilmt, aber wir gucken einfach mal. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem ASOS Face and Body Adventskalender aus dem Jahre 2022. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!